Visor ist ein außerordentlich einfaches Tool für virtuelle Rundgänge und erst noch gratis, zumindest in der Basisversion, die für die Schule bei weitem ausreicht. Wie bei all diesen Tools brauchst du einen Login. Und hier bin ich jetzt schon angemeldet. Ich habe hier noch einen Entwurf. Hier könnte ich auch ein neues Projekt anlegen und dann bei Null beginnen. Ich habe hier aber schon mein Projekt, an dem ich seit einiger Zeit arbeite. Das öffne ich und du siehst, ich habe hier drüben diese verschiedenen Szenen, die ich da auswählen kann. Und auf diesen Szenen sind verschiedene Hotspots platziert. Das kann ein Hotspot sein, der mich zu einer nächsten Szene führt. Das kann eine Audiodatei sein. Oder auch ein Infopanel. Das sieht dann etwa so aus. Und ich mache jetzt gleich eine neue Szene mit dem Plus da oben. Da wähle ich ein Bild aus. Nehmen wir mal dieses hier. Das beschrifte ich gleich, damit ich eine bessere Übersicht habe und vor allem auch besser weiß, welches Bild ich mit welchem verbinden soll. Du siehst, es wird automatisch in ein Rundumbild verwandelt und hier kann ich nun Hotspots platzieren. Zunächst einmal mache ich einen Link zu einer nächsten Szene. Da wähle ich die Szene aus, die soll nach Mojo führen und da kann ich auch noch gleich ein Label hinzufügen. Man sieht es ein bisschen besser, wenn der Hintergrund dunkel ist. Als nächstes noch ein Informationspanel. Das platziere ich einfach mit einem Klick hier rein. Und da kann ich nun wieder ein Bild reinziehen. Einfach Drag and Drop in diese Oberfläche reinziehen. Macht jetzt da weniger Sinn, weil es das nochmals dasselbe Bild ist. Und da kann ich einen Text hinzufügen. Naja. Du siehst, es kann auch nur ein einzelnes Bild sein oder auch nur ein Text. Das wird eingeblendet, sobald man draufklickt. Und genauso kannst du eine Audiodatei platzieren mit diesem Werkzeug hier. Du wirst gefragt, ob du einen Loop hineinfügen möchtest, also der immer wieder abgespielt wird. In diesem Fall will ich jetzt aber eine Erzählstimme, die erst erscheint, wenn man draufklickt. Auch hier wieder die Audiodatei einfach reinziehen. Und schon ist es bereit. Ja, du siehst, es ist sehr einfach, diese Szenen dann auch miteinander zu verbinden und eben interaktiv zu gestalten. Du hast hier die Vorschau, wo du das testen kannst, wie es, ob es funktioniert. Und du hast hier den Teilen-Link. Hier muss ich nochmals auf Update klicken, damit jetzt die neuen Änderungen da an übernommen werden. Und mit Share kannst du entweder das Projekt aufrufen in der Ansicht, du kannst den Link kopieren oder den Einbettungscode kopieren, um ihn zum Beispiel auf eine Webseite einzubetten. Ja, das wäre es eigentlich schon. Über diese drei Punkte kommst du wieder zu deiner Projektübersicht und kannst ein neues Projekt starten. Viele weitere Details findest du in der Hilfe. Ich denke, es ist relativ intuitiv.